Teile und herrsche. Deutsche Regierung durch Russlands Außenminister kritisiert. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Deutschland hat sich entschlossen, humanitäre Hilfe zu leisten. Russische Juden, die die deutsche Blockade in Leningrad überlebt haben, sollen diese erhalten. Russische Russen, die die gleiche Blockade überlebt haben, erhalten nichts. Außenminister Lavrov kritisierte wiederum das Verhalten der deutschen Bundesregierung. Die Motivation, warum ein Teil der Leningrader Blockadeopfer keine Entschädigung erhält, ist für den normalen Menschenverstand nicht nachvollziehbar. Vielleicht gehen die unverantwortlichen Politiker in Deutschland bei ihrer Entscheidung davon aus, dass man sich gegenüber den Juden besonders verantwortungsbewusst zeigen muss. Denn immerhin haben die Altvorderen der jetzigen Regierenden in Deutschland 6 Millionen Juden ermordet. Eine grausam hohe Zahl. Diese grausam hohe Zahl wird allerdings um das Fünffache getoppt durch die 27 Millionen Opfer in der Sowjetunion. Opfer der deutschen Uniformierten, egal welche Uniform diese trugen, grau, schwarz oder braun. Die Zahl wird aber relativiert, wenn man bedenkt, dass ja nur 1 Million Menschen in Leningrad ums Leben gekommen sind. Also nur ein Sechstel der Opfer, die das jüdische Volk zu beklagen hat. Ich weiß nicht, ob man in den deutschen Amtsstuben der Geizigkeit und Unmoral derartige Gedanken hatte und ob sich diejenigen, die die Entscheidung zur differenzierten Humanität getroffen haben, abends mit ruhigem Gewissen ins warme Bett legen konnten. Ich persönlich fühle mich alleine beim Schreiben dieser zynischen Zeilen unwohl. Lavrov, der russische Außenminister, äußerte, dass eine derartige Verhaltensweise der deutschen Bundesregierung ungerecht ist. Was für ein Diplomat! Dieser Lavrov, der die skandalöse Verhaltensweise der Erben des tausendjährigen Reiches mit derart humanitären Worten charakterisiert. Lavrov informierte, dass man ihm aus Deutschland die Antwort übermittelt habe, dass Deutschland sich für die Opfer des Holocaust verantwortlich fühlt. Mit anderen Worten, für die anderen Opfer fühlt sich Deutschland nicht verantwortlich. Deutschland hat vorgeschlagen, in St. Petersburg ein Krankenhaus instand zu setzen. Vielen Dank dafür, sagt Lavrov. Man hat ein Zentrum für Veteranen geschaffen. Das bedeutet aber nicht, dass dies die offensichtliche Ungerechtigkeit kompensiert. Der Holocaust war ein Verbrechen. Aber das, was die deutschen Faschisten in Leningrad anrichteten, macht keinen Unterschied zwischen Juden, Russen, Tataren, Georgiern, Armeniern, egal wer sich dort noch alles aufhielt, kommentierte Lavrov. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.